Willkommen beim Kanal Wirtschaft und Finanzen. Heute möchte ich kurz über die wirtschaftliche Situation in Deutschland sprechen, den Scheinwerfer auf Deutschland richten und auch ein bisschen im Vergleich zum Ausland. Anlass war dazu eine Konferenz des Wirtschaftsbeirats in München vor 6 Tagen. Da waren 3 sehr honorige Leute, die dort referiert haben in der Podiumsdiskussion. Die beiden wichtigsten, Hans Werner Sinn und Herr Weimar, Chef der Deutschen Börse und der ehemalige Chef des IFO-Instituts und Professor an der Uni in München, der Sinn. Und auch ein paar Statistiken, die ich gelesen habe in den letzten Tagen. Wir alle wissen, ist Deutschland quasi in der Rezession, jetzt schon seit längerem. Wir haben kein Wirtschaftswachstum, also ein Nullwachstum im besten Falle. Die Industrie baut ab. Es ist so, dass die Investitionen, also über 100 Milliarden sind ins Ausland geflossen letztes Jahr. Neue Investitionen fließen fast nur noch ins Ausland. Und ich sagte, BASF kam gestern die Nachricht sogar damit begonnen, bestehende Anlagen im größten Chemiewerk der Welt in Ludwigshafen planen, die es abzubauen und nach China zu bringen. Also es ist wirklich ganz krass, weil es sich hier mit den hohen Energiekosten, der überbordenden Bürokratie, dem Arbeitskräftemangel, den viel zu hohen Sozialkosten überhaupt nicht mehr lohnt, in Deutschland zu produzieren. Und wenn das passiert, dann werden die Folgeindustrien und auch die Zulieferindustrien natürlich auch kaputt gehen oder weggehen. Das muss man wissen. Professor Sinn hat vieles dazu theoretisch nochmal erklärt, erläutert, was hier falsch läuft, auch gute Tipps gegeben, wie man es besser machen könnte. Ganz toll fand ich allerdings den Beitrag von Herrn Dr. Weimar, der jetzt noch immer Vorstandschef der Deutschen Börse ist. Der hat halt Kontakt zu allen DAX-Vorständen, früher auch immer zu den Regierungen gehabt, auch zu Frau Merkel. Und er sagt, man bekommt erstens keinen Termin mehr im Wirtschaftsministerium. Zweitens die Stimmung unter den DAX-Vorständen, und er kennt alle, und den großen Industriechefs, auch der mittelständischen Unternehmen, oder die er kennt, ist mehr als katastrophal, sagt er. Ja, es ist quasi so schlimm wie noch nie. Ja, man hat überhaupt kein Vertrauen mehr in die Regierung. Man hat eigentlich nur noch das Interesse, seine Flucht ins Ausland zu suchen. Das bedeutet, dass das Schlimmste noch gar nicht umgesetzt ist. Das ist ein schleichender Prozess, der aber immer schneller geht. Wir werden am Ende immer, immer ärmer werden. Und unser Land wird tatsächlich einen Weg gehen, wie in andere Länder wie Griechenland oder Italien oder noch ärmere Länder gegangen sind. Oder Argentinien, ja, da sind wir natürlich noch weit von entfernt, aber in diese Richtung marschieren wir gerade. Weil wir quasi keins der Probleme, die wir haben, lösen. Also Demografie als erstes Problem lösen wir nicht, Energieproblem lösen wir nicht, überbordende Bürokratie. Wir entmachten die Hauseigentümer über Heizungsgesetz und Sanierungsgesetz aus der EU. Wir haben ein Ran ins Bürgergeld von Migranten, was den Staatshaushalt auffrisst. Wir können die Rente nicht mehr bezahlen aus der Rentenversicherung. Es laufen über 100 Milliarden pro Jahr aus dem Budget. Also man kann sagen, fast ein Viertel aus dem Haushaltsbudget der Bundesrepublik Deutschland gehen nur in Renten. Wir haben eine Arbeitskräfte, einen Facharbeitermangel, ja, weil wir eben durch die Demokratie zu wenig Leute haben. Die Ausbildung ist immer schlechter geworden, ja, weil die Schulen nicht mehr so gut sind, weil da nicht investiert wird. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen in Deutschland. Es wird immer schlechter, Straßen, Brücken, Zug, you name it. Ja, und das wird da eben auch teilweise erörtert. Und der Herr Daimler bringt auch noch über Bürokratie ganz konkrete Beispiele aus seinem Unternehmen. Zum Beispiel, wenn Leute reisen müssen, das A1-Formular ausfüllen. Das ist eine irre Arbeit heutzutage zu verreisen, Dienstling ins Ausland, wenn sie fliegen wollen. Also man schlägt ihn mit den Händen über den Kopf zusammen, ja, also was da so abgeht. Und das kommt bei der normalen Bevölkerung gar nicht an. Und das haben sich leider auch in 6 Tagen 60.000 Leute angeguckt. In YouTube geht über 2 Stunden. War noch ein Siemens, ein Ex-Siemens-Vorstand dabei. Und solche Dinge, das sind aber die Insider, bedeuten für uns, dass wir hier als deutsche Bürger gucken müssen, dass wir dagegen steuern, weil sonst geht es hier mit uns allen bergab. Das betrifft quasi jeden, ja, die Armen und die Reichen, ja, weil das Niveau insgesamt dann nach unten geht. Und dann kommt der Verteilungskampf, und das ist keine angenehme Sache, ja, wenn hier wir alle gegeneinander kämpfen. Also
Ich kann jetzt dafür keine Handlungsanweisung geben, aber ich denke, jeder kann sich dazu ein paar Schlüsse ziehen. Und wenn ihr darüber weiter informiert sein wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und hinterlasst ein Like.